Okay, jetzt geht's los. Okay, let's talk about housekeeping. Anja, ich freue mich schon den ganzen Monat drauf. Was beschäftigt dich? Leg los. Ja, freut mich, dass du dich auch schon so drauf gefreut hast, genauso wie ich, weil heute geht es auch wieder um ein spannendes Thema, nämlich um die Verantwortung, das eigene Team zu trainieren und diese Verantwortung auch zu übernehmen. Weil was uns auch ganz oft begegnet, sind einfach Housekeeping-Verantwortliche, Housekeeping-Leitungen, die so das Gefühl haben, das Training, das passiert schon irgendwie von selbst oder ja, ich bin ja gar nicht dafür verantwortlich, meine Leute zu trainieren und da irgendwie auf ein Wunder warten. Also startet ja schon, wenn man neue Personen einlernt oder ja, einarbeiten darf, auch ja, da muss man natürlich Zeit investieren, aber auch im bestehenden Team muss man sich ja immer wieder fragen, was möchten die Personen denn, wie möchten die sich denn weiterentwickeln? Und da muss man natürlich auch Trainings irgendwie als Benefit auch bereitstellen und ständig Inhalte wiederholen. Aber ja, ich weiß nicht, was du da so für Erfahrungen gemacht hast, aber es ist halt schon oft so, dass viele Housekeeping-Verantwortliche da irgendwie ja, auf das Wunder warten, dass die Leute plötzlich alles von selbst können. Ja, oder so ein bisschen abschieben, ne? Das ist nicht meine Aufgabe. Doch. Ja, oft wahrscheinlich auch aus einer Überforderung heraus, weil wir haben ja jetzt auch schon gehört, was ja, Housekeeping-Verantwortliche so alles auf dem Tisch haben und wie viele Aufgaben das halt wirklich sind. Aber Training ist halt nun mal eine ganz essentielle Aufgabe davon. Und ich glaube, die ist nicht jedem bewusst, der sich da so für diese Position entscheidet. Und letztendlich ist es eine Entscheidung für die Position, die ja auch getroffen werden muss. Also man kann ja nicht einfach sagen, ich war jetzt irgendwie in der Zimmerreinigung beschäftigt und dann bin ich Supervisor geworden und jetzt bin ich halt plötzlich irgendwie verantwortlich fürs Housekeeping. Sondern es ist ja schon eine Entscheidung, die man treffen muss, ob man das überhaupt möchte. Weil es gibt viele Aufgaben, die sich dadurch verändern. Und da gehört dann eben auch dazu, dass man einfach Trainingspläne für seine Abteilung erstellt und vor allem auch wirklich schaut, was kann ich denn tun fürs Training in meiner Abteilung? Weil das ist auch ganz, ganz oft der Fall, dass man ganz groß ist im Jammern und dass man ganz groß ist darin zu sagen, meine Leute, die können nichts und die können nicht reinigen. Und ja, da denke ich mir halt oft, es liegt doch in eurer Verantwortung, genau das zu ändern. Also jammern geht natürlich immer schnell. Und die Lösung dafür zu finden, ist aber irgendwie viel professioneller und viel cooler. Was hast du denn da für Tipps für uns? Wie fängt man da an? Wie kriegt man seinen Hintern hoch quasi, um Trainings zu starten? Was meinst du, was hast du da für Tipps? In erster Linie auf jeden Fall mit dem Team zu sprechen und zu gucken, wen habe ich da in meiner Abteilung und wirklich mal Fragen zu stellen. Wie geht's dir und wo möchtest du hin, in welche Richtung? Also möchtest du dich überhaupt weiterentwickeln? Und wenn ja, welche Trainings hast du dir so vorgestellt? Gibt es einen Bereich, in dem du dich irgendwie weiterentwickeln möchtest? Also nicht das Schema F auf alle anzuwenden, sondern wirklich in den Dialog zu gehen. Weil damit tut ihr nicht nur was für die Entwicklung der Mitarbeiter, sondern gleichzeitig auch für die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Weil wenn die sich dann nach ihren Vorstellungen entwickeln können bei euch, profitiert ihr natürlich vom größeren Know-how der Mitarbeiter und dass sie gegebenenfalls auch länger an euer Unternehmen gebunden sind. Also da wirklich erstmal sich auszutauschen und ansonsten wirklich auch zu schauen, was habe ich für Profis in meiner Abteilung für einen bestimmten Bereich und auf der anderen Seite, wer darf da gerne noch lernen und diese Leute dann zusammenzuführen. Weil das Training, also die Durchführung des Trainings, das ist ja die gute Nachricht, ist nämlich nicht immer nur in der Verantwortung der Housekeeping Managers. Die Planung, die Koordination natürlich schon. Aber letztendlich das Training können ja auch die Profis in der Abteilung durchführen. Also zum Beispiel, ich als Housekeeping Manager, ich muss ja das Bettenmachen nicht trainieren für die neuen Mitarbeiter, sondern ich kann da ja den Experten oder die Experten aus meiner Abteilung finden, die wirklich super 1A performt im Bettenmachen und die Person dann eben wirklich trainieren lassen. Also da so ein bisschen abzugleichen, wo ist da so ein bisschen der Bedarf, aber auch die Interessen und auch wo ist die Expertise in der Abteilung. Das heißt, ich als Housekeeping Manager muss mich da eigentlich, ja, nur, will ich jetzt nicht sagen, aber ich muss mich natürlich um die Planung und Koordination kümmern, aber die Trainings durchführen, das macht doch viel mehr Sinn, wenn das jemand macht, der da auch viel mehr Ahnung hat als ich. Wie oft meinst du, muss man denn Trainings überhaupt durchführen? Bin ich dann mit einem Mal im Jahr irgendwie durch damit oder wie muss ich mir das so vorstellen als Housekeeping Manager? Ständig. Also natürlich ist es nichts, was man einmal irgendwie macht und dann ist es abgehakt,
sondern es ist was, was ständig wiederholt werden darf und auch muss, damit der Erfolg auch garantiert ist. Also wenn wir jetzt beim Beispiel einer Bettenschulung bleiben, ist sie natürlich dann erstmal für neue Mitarbeiter relevant, damit sie da wirklich den guten Standard dann auch lernen dürfen. Aber das hört ja nie auf, weil letztendlich gibt es ja immer noch mal neue Tipps und Tricks, auch von anderen Personen, neue Impulse. Manchmal, wenn man etwas länger nicht mehr trainiert, dann schleicht sich da auch irgendwie wieder ein altes Muster ein oder dann gibt es wieder eine Abweichung vom Standard, weil man es vielleicht gar nicht mehr so genau weiß. Und deswegen hört es auch nie auf. Und ein Training bedeutet ja auch nicht, dass ich da direkt irgendwie 5 Stunden investieren muss, sondern ein Training kann sich ja auch im Zeitraum von 5 bis 10 Minuten bewegen. Das wäre zum Beispiel im Power Opening, was wir entwickelt haben, der Fall. Und deswegen ist es nicht immer mit dem super mega Aufwand verbunden, den man sich immer da vorstellt. Also ich meine, klar, wir als Housekeeping Akademie, wir bieten Trainings an, professionelle Trainings im Bereich Reinigung. Aber das heißt ja nicht, dass jedes Training dann gleich damit verbunden ist, dass jemand von extern ins Haus kommt und trainiert, sondern man hat ja auch ganz viel Expertise wahrscheinlich schon in der Abteilung und kann da natürlich immer darauf zurückgreifen. Ja, man kann ja auch alles Mögliche trainieren und manchmal dauert ein Training auch nur 10 Minuten vielleicht. Und eben, wenn man das dann eben im Power-Opening, so wie wir es halt gerne machen, morgens 10 Minuten investiert und das eine Woche lang und vielleicht haben dann die Reinigungskräfte schon 3 neue Wörter gelernt oder so. Zum Beispiel, genau. Das ist ja auch eine Art von Training. Und nicht nur das, du weißt ja auch selbst, dass im Power-Opening einfach noch viel mehr passiert, als dass ich nur den Trainingsinhalt vermittle, sondern es ist ja auch noch irgendwie Spaß und eine Motivation für den ganzen Tag. Also es ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation und deswegen verstehe ich es auch einfach nicht, wenn Housekeeping-Manager das nicht machen. Also wenn die diese Zeit nicht nutzen. Ich hoffe, jeder hat unseren aktuellen Newsletter erhalten und hat da auch drüber gelesen, über die Bedeutung eines täglichen Briefings, sei es jetzt am Morgen oder sei es am Mittag, Nachmittag für die Spätschicht, ist ja egal. Aber Hauptsache, man kommt zusammen und bespricht aktuelle Informationen und hat eben auch einen kleinen Trainingsinhalt für alle. Weil letztendlich geht es uns ja irgendwie allen so. Manchmal vergessen wir einfach Dinge wieder, weil andere mehr in den Vordergrund rücken. Und es ist ja auch gar nicht schlimm. Aber deswegen ist eine unserer Funktionen in der Abteilung eben auch wirklich der Papagei zu sein und ganz vieles immer wieder zu wiederholen. Und wer damit nicht klarkommt und wem das nicht gefällt und wer diese Verantwortung, diese Aufgabe nicht möchte, für den ist es nicht die richtige Position. Weil letztendlich habe ich Menschen, die mir dann anvertraut sind in der Abteilung und für deren weitere Entwicklung ich dann eben auch zuständig bin. Und da hilft es mir nicht, wenn ich auf ein Wunder warte. Und da hilft es nicht, wenn ich versuche, mich aus der Affäre zu ziehen, indem ich irgendwie äußere Umstände dafür die Schuld gebe. Also ich kann nicht einfach immer nur sagen, die können nichts und alle sind so schlecht und die Qualität der Zimmer ist so schlecht und gleichzeitig in der Funktion der Housekeeping-Leitung sitzen. Also das geht vorne und hinten nicht auf. Ja, Trainings sind ja nicht nur super für die Qualität, würde ich mal sagen, sondern eben auch super fürs Team. Ne? Es bringt ja auch echt auch gute Laune mit rein und Motivation, Wertschätzung auch ganz groß. Wie siehst du das mit Thema Wertschätzung und Trainings geben? Exakt. Also wir haben ja gestern in unserem Housekeeping-Club-Treffen auch über das Thema Wertschätzung gesprochen. Und da kam von allen Seiten, waren wir uns eigentlich einig, dass Wertschätzung gute Leute in der Abteilung hält und dass für viele Wertschätzung eben auch Weiterbildung bedeutet. Also dass viele sich dann wertgeschätzt fühlen, wenn sie nach ihren Interessen gefragt werden und wo sie sich weiterentwickeln möchten und dann natürlich auch eine längerfristige Perspektive in der Abteilung sehen. Und wir haben auch selbst erleben dürfen bei einem Seminar, dass die Teilnehmer einfach aus dem Häuschen waren, wo wir uns einfach nur gedacht haben, hey, es war doch nur ein Seminar, beruhigt euch. Aber nein, wir wissen natürlich insgeheim, dass da noch viel mehr dahinter steckt. Und das hat sich dann einfach wieder gezeigt, dass der Austausch mit Leuten in der gleichen Situation, dass einfach dieses Ambiente mal aus dem Hotelalltag raus zu sein und neuen Input erfahren zu dürfen, dass das einfach super wertvoll ist für viele. Und ich meine, für das Hotel bedeutet es natürlich ein Invest von gewisser Anzahl von Euros, aber dass da noch viel mehr dahinter steckt, was ich dann eben zurückbekomme von meinem Mitarbeiter, das ist eben auch super wichtig. Also es darf man nicht unterschätzen, auch ja die Wirkung von Weiterbildung. Oh ja. Anja, dein Appell an die Housekeeping Manager, was willst du jetzt loswerden? Sag's. Okay.
Mein Appell ist, macht euch bewusst, blickt mal zurück, wie seid ihr zu dieser Abteilung, zu dieser Position gekommen und ist es das, was ihr möchtet? Seid ihr euch bewusst, dass es eine Verantwortung bringt gegenüber dem Team? Seid ihr euch bewusst, dass Führung eine Dienstleistung ist an dem Team, an den Menschen, die euch da anvertraut sind? Wenn ja, dann seid ihr auf einem guten Weg und ich bin mir sicher, dann werdet ihr euch auch all dessen bewusst sein, was das mit sich bringt. Wenn nein, dann hinterfragt vielleicht einfach mal, ob euch dazu Ressourcen fehlen, ob ihr das aber generell möchtet, weil das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Weil wer diese Verantwortung nicht möchte und wem es nicht möglich ist, die Trainings für seine Abteilung ja bereitzustellen, der ist vielleicht dann eben auch nicht in der richtigen Position. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, weil das ist völlig legitim. Es gibt nicht eine Position, die für alle Menschen passt und die alle Menschen gerne machen. Aber das ist eben wichtig, dass ihr das für euch einfach betrachtet und entscheidet. Wunderbar. Anja, vielen Dank. Danke auch. Wir sehen uns das nächsten Monat. Wir hören uns, genau. Bis jo, dann. Tschakka. Cool. Ja. Ich denke. Ich glaube auch. Schon, ne? Ich glaube auch. Hat mein Handy dazwischen geklingelt. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm. Ja, ich habe zwischendrin auch ein paar Instagram-Blimps bekommen. Ich dachte, hört jetzt auf zu liken. Ja, genau. Das passt jetzt gar nicht.